jetzt neu hinzugekommen sind bei Instagram, bei Facebook oder bei YouTube, nochmal der Hinweis, die Rezepte könnt ihr euch auf der Seite www.ludwigonfire.de holen. Wenn ihr euch in die Adressliste eintragt, schicken wir die Adressen unseres Beef-Tastings, die Rezepte unseres Beef-Tastings heute Abend an euch zu. Und nochmal der Hinweis, wir haben einen Rabattcode, der die nächsten zwei Tage gilt. Rabattcode LIVE, das L groß von LIVE. Und da kriegt ihr 10% aufs komplette Sortiment. Also wenn ihr Terras Major nachbestellen wollt oder Kachelfleisch oder wenn euch auch die Short Ribs, die wir jetzt machen, unser neues Produkt, das gibt es wirklich erst seit einer Woche oder seit ein paar Tagen, jetzt sehr gut schmecken, dann könnt ihr die in den nächsten zwei Tagen mit dem Code LIVE mit 10% Rabatt bei uns bestellen. Und ansonsten wieder, Dominik hat sich sehr über die vielen unzähligen Herzchen gefreut. Ich wurde noch nie so geliebt. Also weiterhin Herzchen sind herzlich willkommen, um in diesem Wortspiel zu bleiben. Immer. Und wenn ihr Fragen habt mit dem Chat, läuft ihr auch wirklich super. Also ganz großen Dank auch an euch, an die Community, an alle Zuseher. Macht richtig Spaß mit euch, obwohl wir euch nicht sehen. Aber die Interaktion mit euch ganz toll. Ja, dass wir überhaupt Feedback bekommen von Fragen, von macht schneller, macht langsamer. Ihr seid top. Ganz ihr seid echt top. Und das Beste ist, wir sind für euch da. Ihr helft uns und alles ist Corona-konform. Lasst uns weitermachen, lasst uns Spaß haben, lasst uns trinken. Und vielleicht in ein paar Wochen oder, ja, vielleicht kann man wirklich schon sagen, vielleicht in ein paar Wochen dann auch wieder hier live in der Steakschaft. Sobald es dann erlaubt ist und aufgeht, werden wir natürlich mit unseren Kursen ansetzen. Wir haben sehr, sehr viele Kurse nachzuholen. Also es wird jetzt dann, sobald es möglich ist, eine ganz, ganz hohe Frequenz an Kursen, an neuen Kursen und an Veranstaltungen hier bei uns in der Steakschaft Fleischerlebniszentrale in Schlüchtern geben. Und ja, sollte die XY-ste Welle kommen, machen wir vielleicht, wenn dieser Abend ein Erfolg war, einfach auch noch solch einen Abend mit einer anderen Box, mit derselben Box. Auf jeden Fall, wir sind für euch da. Ganz genau, das ist die Überschrift eigentlich dieser ganzen Veranstaltung, wir für euch. Hier ist noch eine Frage. Ach so. Danke. War keine Frage, war der Hinweis an uns, dass so viele Herzchen reinkommen. Ihr seid klasse. Ja, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Moment. Prost. Ich habe schon zweimal. Ich habe nur die Bescheinigung, dass ich heute Abend nach Hause fahren darf, trotz Corona und Ausgangssperre. Herr Ludwig konnte mir leider keine Bescheinigung geben, dass ich auch angetrunken nach Hause fahre. Deswegen muss ich mich jetzt etwas zurückhalten. Wir müssen wieder einen Gang vorgreifen, einfach weil es ein paar Vorbereitungen zu treffen gibt. Vorbereitung Nummer 1. Ihr geht jetzt zu eurem Backofen. Und stellt den auf Ober- und Unterhitze auf 120 Grad. Dominik, im mit dem Kopf vor dem Display, vielleicht in, das Teleobjektiv reicht nicht, um das Display zu zeigen. Ja, aber wie gesagt, wir wiederholen nochmal. 120 Grad, 120 Grad Ober-Unterhitze. Im Rezept steht was anderes. Verzeiht mir, da kommt noch eine Korrektur. Deswegen greifen wir jetzt auch vor. Wir wollen die richtig schön warm kriegen und noch mit Barbecue-Soße glasieren. Deswegen ist das Wichtigste, jetzt erstmal den Ofen auf 120 Grad hochheizen. In eurem Paket waren die Short Ribs, bedingt durch die Kühlung, ist natürlich das ausgetretene Fett durch das Sous-Vide-Garen gestockt. Das sieht dann so aus. Und wir wollen jetzt erstmal, dass das Fett sich wieder verflüssigt. Deswegen Schritt Nummer 2 nach dem Ofen, 120 Grad Ober-Unterhitze. Ihr setzt einen Topf mit am besten schon warmem Leitungswasser auf den Herd
bei mittlerer Hitze, nicht zu heiß. Ihr wollt die nicht kochen. Ihr wollt nur, dass das Fett sich wieder verflüssigt. Und gebt erstmal die Short Ribs in das warme Wasserbad. Das hat keinen Grund, dass die jetzt garen. Es geht lediglich darum, dass sich das Fett verflüssigt und wir nachher das Short Rib ohne gestockte Fettklumpen aus dem Beutel nehmen können. Wir machen einfach das Fett in den Beutel ein bisschen flüssig. Das ist der einzige Sinn dieser, dieser Übung. Ja, man kann das mit heißem Leitungswasser machen, wie der Dominik das gesagt hat. Man kann aber jetzt hier auch einen Topf aufstellen und da so ein bisschen, na lass das drin, das zeigen wir dann nachher. Mit dem Topf aufsetzen und da das Fett ein bisschen verflüssigen. Im Regelfall reichen da 5 bis 6 Minuten. Ich habe für euch die Short Ribs in der vergangenen Woche, oder Dominik hat es vielmehr für euch in dieser Woche gemacht, zugeputzt, Silberhaut entfernt. Wir haben die Short Ribs gewürzt und wir haben sie dann sous vide gegart über Nacht. Mehrere Stunden. 24 Stunden. 24 Stunden sogar. Und haben dafür eigentlich gesorgt, dass diese Short Ribs im Kern schon komplett durchgegart sind, sind butterzart, super weich, werdet ihr nachher sehen, muss ich jetzt nicht vorgreifen. Und die Aufgabe von euch heute Abend oder von uns hier ist es, dass wir eigentlich nur noch die fertigen Short Ribs schön heiß wieder bekommen, dann glasieren und dann können wir schon servieren. Also es ist ein sehr, sehr dankbares Gericht für jeden, der auf aromatisches, Short Ribs sind aromatisch, zartes und super saftiges Fleisch steht, ohne den riesen Aufwand betreiben zu wollen, der so hinlänglich eigentlich mit dem Smoken, mit dem langen Garen von Fleisch im Zusammenhang steht. Man kennt die 3-2-1-Methode, bei den Short Ribs braucht man vielleicht sogar noch ein bisschen länger, also mindestens mal 6-7 Stunden. Die Zeit und Lust hat nicht jeder und deshalb haben wir die Short Ribs für euch schon vorbereitet. Eigentlich nur noch erwärmen, heiß machen, ob im Backofen, auf dem Gasgrill, auf dem Holzkohlegrill, Elektrogrill, spielt keine Rolle, ihr könnt es überall heiß machen und habt dann ein einfaches und super tolles und schmackhaftes Gericht. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir es einfach im Backofen machen, weil einfacher ist es nicht mehr nachzuvollziehen. Du musst beim Backofen nicht irgendwelche Lüftereinstellungen beachten, wie du die Regler machst. Du stellst beim Ofen einfach die gewünschte Temperatur ein, packst da die vorgegarten Short Ribs dann in den Backofen und den Rest macht der Backofen. Und nach knapp einer Stunde hat man ein wunderbares Ergebnis und kann die Short Ribs genießen. Also stressfreies und leckeres Convenience Food. Ja, also nochmal so eine Erklärung zum Thema Sous Vide garen. Jetzt wollte ich Depp irgendwas über Sous Vide garen erzählen und hier haben wir einen Sous Vide Papst vor uns stehen. Dominik hat da seinen Bestseller geschrieben, Sous Vide garen, Tipps, Tricks und wie heißt das Buch? Wie heißt es denn? der ultimative Guide zum Sous-Vide-Garen. Bei uns im Shop erhältlich, könnt ihr bestellen, schreibt rein. Schreibt mir bitte eine Widmung rein. Ich schreibe sogar eine Widmung rein. Erklär mal Sous-Vide-Garen. Sous-Vide-Garen. Was bedeutet Sous-Vide-Garen für die alten Hasen? Hey Alex, hey der Rest so. Die kennen das schon, die jungen Hasen kennen das noch nicht. Was passiert? Wir vakuumieren frisches Fleisch in einen Vakuumbeutel. Dieser Vakuumbeutel wandert in ein Wasserbad. Das Wasserbad hat eine dezidiert eingestellte Temperatur, die man nach Temperaturtabellen oder nach dem gewünschten Gargrad des Fleisches einstellt. Nach der gewissen Zeit. Regel ist da, je fettärmer ein Stück ist, desto kürzer braucht es in dem Bad. Je fettreicher es ist, desto länger kann es in der, wie ich sie liebevoll nenne, Badewanne verbleiben.
braucht das Fleisch. Danach hat es quasi den Gargrad erreicht. Es fehlen nur die Röstaromen. Da spricht man vom Finalisieren. Und man bringt sie auf dem Biefer, auf dem Grill, in der Pfanne, erzeugt man noch die Röstaromen und hat ein perfekt gegartes Stück Fleisch mit dem Kern, mit der Kerntemperatur, die man über die Wassertemperatur gewählt hat, muss nur noch Röstaromen draufbringen und hat auf eine stressfreie Methode ein 1A-Produkt. Ich habe eben gehört, wie lange waren die Short Ribs drin. Die Short Ribs waren 24 Stunden bei 57 Grad im Wasserbad, wurden dann rausgenommen, kamen ins Eiswasserbad, damit der Garprozess und auch die Vermehrung der Bakterien sofort gestoppt wird, weil würde das Gargut langsam runterkühlen, wäre das für potenziell vorhandene Bakterien wie ein Jacuzzi. Deswegen macht man eine Schockherunterkühlung. Und wir werden ab nächster Woche die auch vorgegart versenden. Also die kriegt ihr auch. Natürlich könnt ihr, wenn ihr Bock drauf habt, auch das 1,5 Kilo Stück bei uns bestellen und die dann selber sous vide garen. Das bleibt euch überlassen. Ja, und wer sich intensiver mit dem Thema sous vide garen beschäftigen möchte, dem empfehlen wir den Kurs von Dominik. Also wir haben auch hier in der Stegschaft einen Spezialkurs, wo es nur um das Thema Sous-Vide-Garen, also das Garen im Wasserbad geht. Dominik hält den für euch oder für die Light-Variante. Ihr kauft das Buch von Dominik 9,90 Euro oder 99? 9,99 Euro. Die beste Variante ist, Sie kommen in den Kurs und kaufen in dem Kurs das Buch. Ja, wir sind ja hier nicht bei QVC, H24 oder Sonnenklar-TV. Jetzt kaufen, nur noch wenige Exemplare vorrätig. Ja. Was ist hier eine Frage, Finn? Okay. Also sollen wir noch andere Foodboxen anbieten, wenn das so ist? Daumen rauf und Herzchen. Aber jetzt driften wir wirklich in QVC-Sphären ab. Aber das ist eine interessante Frage. Also wenn euch das Thema Boxen gefällt, und das Thema gefällt uns ehrlich gesagt auch, wären wir sehr dankbar, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was wir denn in die Boxen reinmachen sollen. Also was wir für Themenboxen machen sollen, was ihr gerne hättet, dann nehmen wir das auf. Und wenn wir tatsächlich neue Boxen zusammenstellen, dann richten wir uns dann individuell nach euren Wünschen. Nennen sie Hello Fresh Ludwig. Ja, genau. Egal. Hier geht es schon weiter. Wirklich kein heißes Wasser, aber ihr seht hier, das Fett hat sich verflüssigt. Und wir können ohne Probleme den Beutel öffnen. Hier kommt einem dann schon ein wunderbarer Geruch entgegen. Ihr seht hier, durch das Sous-Vide-Garn hat sich der Knochen schon, wie es sich bei der Zubereitung gehört, zurückgezogen. Wir haben hier ein wunderschönes Stück Short Rib. Das trocknen wir jetzt noch ein bisschen ab, damit das nicht erst im Backofen passieren muss. Dann geben wir die Stücke in den Backofen. Und bei 120 Grad Ober- und Unterhitze werden sie dann eine Stunde verbleiben. Dann werden wir sie noch mit der Barbecue-Soße glasieren. Den Fleischsaft fangen wir natürlich auf und schütten ihn nicht fort. Weil den können wir dann noch für einen Soßenansatz einfrieren und später noch verwenden. Für den Abfluss ist dieses gut. Zu schade, ja. Upsala. Also ihr seht, ich halte es mal kurz in die Kamera. Ich hoffe, man sieht das. Das ist jetzt der Sud, den wir jetzt aufgefangen haben, der aus den Short Ribs beim Sous Vide Garn ausgekocht ist. Das ist natürlich der pure Geschmack. Und wenn ihr den riechen könntet. Moment, aber ich kann ihn riechen. Riecht nach Gewürzen und Short Ribs. So, also Dominik Dominik trocknet das jetzt gerade ein bisschen ab mit Küchenpapier. Mit Küchenpapier, genau. Ofen. Kleiner Tipp noch: Den Ofen habt ihr schon vorgeheizt. Ich habe das Gitter rein, den Gitterrost. Wir machen die Abtropfpfanne oder Wanne
unten drunter, so vermeidet ihr auch irgendwelche Sauereien in eurem Backofen. Ich trockne die ab und verbringe die einfach in den Backofen. 120 Grad Ober-Unterhitze. Genau. Kann man gar nicht oft genug sagen. Warum Ober- und Unterhitze? Ganz einfach. Umluft würde bedeuten, dass eine Luftbewegung in dem Backofen stattfindet. Der könnte, auch wenn das bei Short Ribs eher sehr schwer ist, die Short Ribs antrocknen. Das wollen wir nicht. Bei Ober- und Unterhitze hast du eine stehende Hitze, wo keine Luftbewegung stattfindet. Daher die Wahl von Ober- und Unterhitze. Wir haben ja vorhin schon bei den Short Ribs kurz angefangen, haben sie im Wasserbad kurz erwärmt, dass das Fett, das ausgekochte Fett in der Fleischschaft wieder flüssig wird, haben die Fleischschaft aufgefangen, haben die Short Ribs bei 120 Grad Ober-Unterhitze im Backofen geparkt, müssen noch einen Augenblick Backofen, Dominik schaut auf die Uhr, also wir haben noch so 5 bis 10 Minuten, bis wir die Short Ribs dann aus dem Backofen tun. Erst glasieren wir sie noch. Na, sie kommen schon aus dem Backofen. Dann werden sie glasiert und wandern, damit die Glasur, sprich die Barbecue-Soße, auch noch schön schlotzig wird und karamellisiert, wandern sie nochmal für eine kleine Weile in den Backofen. Da kann man dann auch kurzzeitig noch mit der Temperatur auf 150 Grad gehen, damit sie schöner einreduziert wird und dann können die eigentlich schon genossen werden. Also das ist der Plan. Ich erzähle euch jetzt was vom Fleisch, nicht vom Pferd, sondern vom Fleisch. Von den Short Ribs. So wie ihr sie bekommen habt hier im Vakuumbeutel, sind sie vorgegart, haben wir euch ja vorhin alles schon erklärt. Aber wie sieht denn das Short Rib oder die Short Ribs eigentlich im Urzustand aus? So. Ich drehe es jetzt gerade mal rum. Da sieht man auch die Rippen. Oder ich zeige euch jetzt, wie die Rippen laufen. Hier drin, hier vorne, welche Kamera ist? Da ist die Kamera. Hier sieht man die 4 Rippen. Ich schneide jetzt hier oben mal die Silberhaut und die Sehnenplatte und das Fett ein bisschen runter. Dann seht ihr die Rippchen auch noch viel besser. Das haben wir natürlich alles... Ups, muss man von der anderen Seite rangehen als Rechtshänder. Das haben wir natürlich hier alles schon für euch gemacht. Wenn ihr die ganzen Short Ribs für zu Hause bestellt, solltet ihr das noch tun. Hier auf der Innenseite schön hart am Knochen mit dem langen Messer abschneiden. Ups, jetzt schieße ich mir hier das Fett weg. Und dann sieht man hier die Knochen, da kann man auch gerne mit der spitzen Messerseite mal einschneiden. Ordentlich auf mein Brett legen. Zack. Zack. Und dann gibt es bei den Short Ribs 2 Arten, sie zu schneiden. Der Amerikaner schneidet sie so, wie ihr sie zu Hause habt, nämlich längs mit dem Knochen. Liegt vielleicht auch an ihm. So, ein Short Rib, ein Knochen, eine Portion. Hier unten der Knochen, hier das aufliegende Fleisch. Die Koreaner, auch in der koreanischen Küche, gibt es die Short Ribs. Die schneiden die Short Ribs quer zum Knochen. Da hat also jedes Short Rib so 3 kurze Knochen. Wie man das macht, ist egal. Gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es gibt eben den kulturellen Hintergrund, dass die Koreaner das querschneiden, die Amerikaner längs. Das ist aber auch schon alles. Ihr könnt die Short Ribs in diesem Sinne auf beide Arten genau gleich zubereiten. Ich finde es persönlich eben einfach schöner, wenn jeder einen Knochen bekommt und sich das Fleisch schön dann auch vom Knochen löst, auf dem Knochen sich so ein bisschen durch die Hitze so leicht wölbt. Ja, und
Jetzt wäre die Frage, Short Ribs, wie mariniere ich die oder wie würze ich die? Ich bin ein Freund von Pfeffer und Salz, also so das texanische, typische Gewürz, Dalmatinerrapp, also wirklich nur schwarz-weiß, weiß das Salz, schwarz der Pfeffer. So würde ich das marinieren. Man kann aber auch so die typischen Spare Ribs Gewürze, Sherry Chipotle hatten wir vorhin im ersten Gang beim Kachelfleisch. Das ist auch ein ganz super tolles Gewürz, eben von Ankerkraut und der Sauerländer Barbecue, um Spare Ribs zu würzen. Das Thema Spare Ribs ist sicherlich eins, der in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren stark kommenden Themen. Man benötigt dazu einen Grill, der sehr stabil und sehr lange die Temperatur hält, weil Spare Ribs im Regelfall über mehrere Stunden, 4, 5, 6, 7 Stunden gegart werden, meistens in der 3-2-1 Methode, also 3 Stunden niedrige Temperatur, viel Rauch aufs Fleisch, dann 2 Stunden, deshalb 3-2-1, 2 Stunden in Alufolie oder in der Folie eingewickelt oder im Metzgerpapier mit einer Flüssigkeit, meistens Apfelsaft, Kirschsaft oder Cola. Diese Flüssigkeit verdampft dann auf dem Grill. Man hat auf dem Grill eine Temperatur von etwa 110 Grad. Und dann die letzte Stunde nochmal mit einer Glasur versehen, gemobbt nennt sich das, mit Barbecue-Soße. Auch nochmal bei 130 bis 150 Grad nochmal eine Stunde und dann fällt der Knochen tatsächlich aus dem Fleisch. Das ist das Geheimnis von Short Ribs. Ich habe gehört, es gibt technische Probleme bei Instagram und Facebook. Wir haben schon bei Mark Zuckerberg angerufen. Er ist dabei, das Problem zu lösen. Und wie ich gehört habe, sollte es jetzt auch schon wieder gehen. Alle, die uns über YouTube zuschauen, dürften davon gar nichts mitbekommen haben. Und YouTube sind, glaube ich, die meisten heute Abend. Also in diesem Sinne, das war zum Thema Short Ribs. Short Ribs, da muss ich noch einen Bogen spannen. Herkunft. Auch die Short Ribs sind US-Beef, also Black Angus als Rasse, aus Amerika, Getreide gefüttert. Bei den Short Ribs ist es so, dass ich mit deutschen Short Ribs, ich persönlich, reine subjektive Meinung, die keine Allgemeingültigkeit hat, aber sagen wir mal, in meiner Lebenswirklichkeit hat sich das so abgespielt, dass ich mit den deutschen Short Ribs nie sehr glücklich wurde, wohingegen bei den amerikanischen wirklich immer Aroma, Zartheit und Saftigkeit gestimmt hat. Hängt wohl auch mit der Fütterung zusammen, aber jetzt bitte kein Shitstorm, wenn jemand anders da super Erfahrungen mit deutschen Short Ribs gemacht hat, dann ist das ganz toll. Mir blieb diese Erfahrung bislang leider verwehrt, deshalb greife ich hier sehr gern auf US-Ware zurück. Ich würde sagen, wir haben jetzt etwa eine Dreiviertelstunde Short Ribs im Backofen gehabt, Dominik. Können wir schon mal schauen? Gucken wir mal. Wir holen sie raus, also auch ihr zu Hause. Ran an die Backöfen, an die Backrohre. Wir holen die Short Ribs raus, machen uns ein bisschen Platz in der Küche. Ich ziehe von dannen zur Seite und dann können wir die Short Ribs glasieren. Mit was glasieren wir die denn, Dominik? Die Geschmäcker sind verschieden. Ich nehme einmal das Original von Barbecue und natürlich unsere herzallerliebste Ludwigs Barbecue Number One. Das gibt bei uns zweierlei Rippchen. Wir können hier relativ frei sein, weil wir haben ja euch überlassen, welche Barbecue-Soße ihr zum Glasieren nehmen möchtet. Deswegen werde ich, da wir ja das liebe Kamerateam noch versorgen, einfach zwei verschiedene Barbecue-Soßen auftragen. Genau. Also wer jetzt Interesse haben sollte, sich beim nächsten Mal als Kamerakind zu bewerben, weil er denkt, ey, das ist super, ein super Job, da gibt es immer
richtig reichlich zu essen. Der soll eine E-Mail an uns schreiben und wir verlosen dann einen Platz als Kamerakind. Die Wildcard. Ja, genau. Früher bei 1, 2 oder 3 wurde das Kamerakind. Das Kamerakind. Ja, das hat dann immer noch so einen roten oder blauen Rahmen gehabt. Das wäre beim nächsten Livestream. Dirk, hast du noch den Kerntemperaturfühler einstecken? Nee, einstecken, ne, der liegt beim Grill. Dann gucken wir doch mal, was die im Inneren haben. Im Inneren haben die ganz hohe Werte. Also die inneren Werte dieses, brauchst nicht zu gucken, die sind, merkst du schon am Knochen, ja, dass die schon die Temperatur ganz dicke haben. Also wir haben idealerweise 54 Grad, das, was wir wollen. Wir müssen natürlich jetzt noch mal ein paar Minuten einrechnen, also glasieren und dann nochmal Zeit einrechnen, wo die glasierten Ribs dann in den Ofen kommen. Also wir werden mit der Temperatur dann entsprechend nochmal ein bisschen nach oben gehen. Aber das sollte alles super funktionieren. Wir liegen da diesbezüglich sehr, sehr gut im Plan. Jetzt einfach mit einem Pinsel, den man vom Backen kennt, oder auch mit den Fingern großzügig die Barbecue-Soße auftragen, das sogenannte Glasieren. Zu glasieren ist schon ein Saustall. Deswegen machen wir es am Ende, damit ihr dann danach ausreichend Zeit habt, eure Küche wieder sauber zu machen. Postet Bilder eurer versauten Küche. Ja. Oder postet Bilder, wie eure Küche und die Grillstation nach dem Event aussahen. Hey, ich befürchte schon. Also nicht, dass ihr das jetzt in die verkehrte Kehle bekommen habt. Der Dominik hat nicht gesagt, dass ihr versaute Bilder aus der Küche schicken sollt, sondern Bilder von eurer versauten Küche. Also bitte euch, nicht, dass hier der Livestream aus dem Netz genommen wird wegen Jugendgefährdung. Inhalt, genau. Also keine versauten Bilder aus der Küche, sondern die versauten Küchenbilder. Beim Glasieren solltet ihr vorsichtig sein, weil jetzt hier ist das schon so eine wackelige Angelegenheit, dass sich das Ding schon von sich aus vom Knochen trennen möchte. Man sieht halt hier auch bei der Barbecue-Soße Nummer Number One die ganzen Stücke von den Kirschtomaten. Das ist natürlich etwas anderes oder ein anderer Stil als dieses typisch amerikanische, diese rauchige und leicht süßliche Barbecue-Soße. Aber da sind wir wieder in der Küche, wo alles recht ist. Was schmeckt. Was schmeckt. Und so, somit könnt ihr eben diese beiden Wege dann auch gehen. Und deshalb haben wir es euch auch gezeigt mit zwei verschiedenen Barbecue-Soßen. Grundsätzlich sollte in der Küche eben alles gehen. Und man kann auch Dinge immer leicht abändern. Gerade beim Barbecue oder beim Grillen steht natürlich auch der Vielfalt oder dem Ideenreichtum nichts im Wege. Ihr könnt alle Fleischteilstücke oder die meisten Fleischteilstücke auf fast allen Geräten zubereiten. Zumindest alles, was kurz gebraten werden muss, sollte das kein Problem sein. Natürlich Spare Ribs 6 Stunden und ein Beefer geht nicht. Also von daher kommt es immer ein bisschen darauf an, was ihr macht. Aber grundsätzlich vom Geschmack her, von den Gewürzen, die ihr verwendet, von den Soßen, Rubs, Dips, was auch immer, gibt es kein richtig und kein falsch. Dafür gibt es auch zu viele Geschmäcker. Genau. Also Geschmäcker sind verschieden, darüber lässt sich nicht streiten. Deswegen seid mutig, probiert aus und macht, was euch schmeckt. Das kann euch keiner diktieren. Das seid ihr, das ist euer Geschmack. Wir versuchen euch den Weg dahin zu zeigen.
Hat Dominik, hast du gesagt, dass du die Temperatur hochgedreht hast? Nein, ich wollte ja jetzt so den sanften Übergang. Ja, okay, du hast vorbereitet, ich habe jetzt nur... Danke. ich habe die Spare Ribs wieder zurück in den Ofen, habe mir erlaubt, die Temperatur von 120 Grad Ober-Unterhitze auf 150 Grad anzuheben. Wir haben jetzt 9:45. Das würde ich jetzt noch 10 Minuten so da drin lassen und dann können wir die Short Ribs als Produktpremiere probieren. In der Zeit würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder sonstige Kommentare loslassen wollt, jetzt... ist die letzte Chance eigentlich. Ist die letzte Chance. Wir stehen gerne Rede und Antwort. Ich schreibe immer in meinen E-Mails, das Team von der Ludwig ist mit Rat, Tat und gutem Fleisch für Sie da. Also raus mit den Kommentaren, her mit den Fragen. Jetzt habt ihr die Chance dazu. Genau. Also auch beim Thema Fleisch, Herkunft, also ihr habt das jetzt mitbekommen, wir hatten das Rumsteak von der Deutschen Ferse, wir hatten das Teres Major und die Short Ribs vom US Angus, gibt es natürlich eine unendliche Vielfalt. Also ganz toll ist auch Fleisch mit reiner Grasfütterung, auch Weidehaltung. Zum Beispiel in Irland, da sind die Rinder oder gänzlich auf der grünen Wiese, Schottland ist ähnlich, die Rinder bis zu 10 Monaten draußen auf der grünen Wiese und ernähren sich komplett nur von Gras. Ihr werdet euch natürlich jetzt fragen, warum nur 10 Monate, das Jahr hat doch 12. Aber selbst die Engländer oder in Großbritannien können die Rinder keine 12 Monate oder im seltensten Fall 12 Monate draußen bleiben, weil die aufgrund der Feuchtigkeit sonst die Grasnarbe zertreten würden. Klar, es gibt Rinderrassen, die bleiben auch 12 Monate draußen, aber das sind dann spezielle Rassen, die auch, sagen wir mal, robust genug sind, sich den Gegebenheiten des Terroirs, wie man so schön sagt, anzupassen. Also all diese Rahmenbedingungen, und da kommen wir wieder zum Thema Wein zurück, all diese Rahmenbedingungen beeinflussen natürlich am Ende des Tages den Geschmack, das Aroma und, Moment, ach, Ludger. Hi Ludger, schön, dass du dabei bist. Danke. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als du hier bei uns warst. Und ich denke, du kannst dich auch sehr gut an den Abend erinnern, hier in der Schliegschaft. Du hattest am anderen Morgen einen Termin in Bremen, glaube ich, den du dummerweise verpasst hast. Aber die hat es bei uns ganz gut gefallen. Also Grüße nach Fisbeck im Oldenburger Münsterland. Ludger, du machst das auch super. Und danke für dein Lob, freut uns natürlich sehr. Macht der Job Spaß, fragt einer. Ja, also Rückfrage an denjenigen, der uns fragt, ob der Job Spaß macht, ob er noch eine Ausbildungsstelle sucht. Also wir haben auch Praktikumsplätze erstmal reinschnuppern. Generell kann man sagen, ja. Also ja. Wenn du willst, kannst du bei uns eine Ausbildung beginnen. Wir suchen noch einen Fleischer für dieses Jahr oder einen Fachverkäufer. Also gerne... gerne bei uns anfangen. Die nächste Frage nach dem Fisch. Könnte es sein, dass du hier im falschen Livestream bist? Also, ja, du kannst deinen Fisch jetzt rausnehmen. Aber erst, wenn du ihn glasiert hast. Nein, nein, die Frage ist, ob er ihn aus dem Aquarium rausnehmen will oder keine Ahnung. Also, wie gesagt, Fisch kommt vielleicht im nächsten Livestream. Aber heute keinen und deinen Fisch kannst du rausnehmen. Ob wir auch Event-Kochen machen würden? Machen wir ja eigentlich, also wenn Corona... Wenn es Events gibt. Wenn es Events gibt, machen wir auch Event-Kochen. Ja, genau. Also wir machen auch Advents-Kochen. Ja. Also Weihnachtsfeiern gehen hier auch, wenn Corona nicht... aber anderes Thema. Ja machen wir. Ja, wobei ein Adventskochen ja auch ein Event ist. Ja. Ja. Aber toll, dass ihr so schöne Fragen stellt und hier die letzten 10 Minuten Short Ribs hier überbrückt. Genau. Wann gibt es die nächste Box? Also die nächste Box
Die gibt es eigentlich schon, das weiß bloß keiner. Und zwar jetzt in 4 Wochen oder so beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Jeder wartet auf dieses großartige Event in 12 Ländern über ganz Europa. Jeder freut sich auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ihr merkt den spaßigen Unterton. Und passend dazu könnte es aber allerdings sein, dass wir tatsächlich in so einer kleinen Art Public Viewing bis in 4 Wochen auch wieder zusammenkommen könnten. Und deshalb gibt es bei uns jetzt die 11-Freunde-Box. Passend zum Fußball, 11-Freunde-Box. Also für 11 Kumpels ein komplettes Party-Set zum Fußball gucken. Das ist die nächste Box, die gibt es schon. Ach, da hat jemand Geburtstag heute. Müssen wir jetzt noch Happy Birthday singen? Name, dann personalisieren wir es sogar. Bitte den Namen, dann singen wir. Wer hat heute Geburtstag? Andreas Kraft. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Andreas. Happy Birthday to you. Happy Beef Day. Happy Beef Day, genau. Ja, Freunde, jetzt haben wir 10 Minuten um. Oder es gibt noch Fragen. Moment. Nein, wir haben noch 4. Moment. Wann kommt die SGE-Box? Die SGE-Box kommt nicht. Aber vielleicht kommt das Adlersteg. Ja, Dominik guckt mich doof an, weil es kennt noch keiner. Ist nur hier so in meinem Kopf. Ein neuer Cut, um den ich mich gekümmert habe, das Adlersteg. Ich tue mir noch ein bisschen schwer mit dem Namen, weil der ein oder andere könnte das vielleicht missverstehen. Der Tierschutzverein könnte genau. Aber für Geburtstage, die in der nächsten Woche stattfinden, singen wir noch nicht. Ja, genau. Man kann uns beide aber auch buchen, um Geburtstagsständchen zu singen. Nein, das ist eine Lüge. Hören Sie nicht auf diesen Mann. Also mich kann keiner buchen zum Singen. Also das will auch keiner. Ach, so schlecht war es doch gar nicht. Ja, das ist nur, weil der Tonmann am Mischpult Du meinst, der an den Hebeln kann Bon Jovi aus dir machen. Ja, genau. Der hat hier was eingespielt. Ihr bombardiert uns hier mit Fragen. Steak vom Adler. Ja, nein, kein Steak vom Adler, ein Adlersteak. Also die Frage war, wann gibt es eine SGE-Box? Das heißt, wann gibt es eine Eintracht Frankfurt-Box? Der eine oder andere weiß, dass ich da große Sympathien hege und auch mit den Jungs, die Jungs auch schon hier zum Grillen eingeladen habe. Und die Frankfurt-Fans werden halt auch Adler genannt und deshalb gibt es einen Adlersteg, was kein Steg vom Adler sein wird. Welcher Wein? Also wir haben hier Braune Welle, das ist ein Cuvée. Ja, Rotwein-Cuvée trocken vom Weingut Braunewell aus der Pfalz. Hier unser Hausstammwein in der Stegschaft. Hier mit unserem Logo. Welche Kamera? Da. Zack, ist unser Stegschaft. Da, Schärfe. Genau. Unser Stegschaftwein. Weingut. Ich drehe es mal rum. Weingut Braunewell. Viele Grüße in die Pfalz. Das ist der Rotwein, an dem wir uns heute Abend vergnügt haben, aber ich habe es ja von der Annette Kopf schon gehört. Ich soll mal anderen Wein probieren. Ich freue mich auf das Weinpaket, was du uns angekündigt hast. Also für die Frage, ob es ein Dessert gibt, nein. Wir haben uns aufgrund des Namens Beef Tasting dafür entschieden, 4 verschiedene Fleischarten zu zeigen und wollten das nicht noch mit dem Dessert überfrachten, aber die Frage ist gut, weil wenn wir hier, und dann finden wir den Bogen auch wieder zurück, ein reguläres Beef-Tasting veranstalten. Gibt es auch Dessert. Dann gibt es auch Dessert, dann haben wir aber auch 7 verschiedene Fleischteilstücke.
dann geht das aber auch alles ein bisschen flotter als hier vor der Videokamera. Das macht die Sache hier mit der Kamera und dass wir natürlich da auch so ein bisschen auf euch Rücksicht nehmen müssen mit der Grillgeschwindigkeit. Für uns auch nicht so einfach und deshalb haben wir aufs Dessert verzichtet und haben lieber die Short Ribs noch angefügt. wie viel? Eine. Ja, genau. Also eine zusammen. Nee, ich habe aber das schon vorher gelesen. Eine. Wie viele Weinflaschen wir denn getrunken hätten? Eine, Dominik muss noch fahren. Er hat eigentlich nur Wasser getrunken. Und ich habe mich um die Flasche Wein gekümmert. Aber es war nur eine. Genau. Genau, weil wir müssen ja auch hier noch seriös bleiben. So, jetzt würde ich sagen, Short Ribs raus. Yes. Letzter Gang. Und wer noch Fragen hat, schreibt sie unten drunter. Wir beantworten sie dann nachher noch. Wir beantworten sie nach der Sendung. Die Nachfolgen ist ja Samstagabend Primetime. Also wir stehen ja hier in der richtigen Verantwortung. Früher hieß das ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 20 Minuten. Genau, genau, genau. Nein, aber kann euch beruhigen, wir sind perfekt im Zeitplan. Ganz toll. Wir werden euch nicht unnötig auf die Folter spannen. Also wenn ihr das riechen könntet, was ich jetzt hier rieche, und aber ihr könnt es ja auch riechen, nämlich zu Hause bei euch, wenn ihr eure Short Ribs jetzt gerade aus eurem Backofen holt. Boah, nehmt da mal eine tiefe Nase von. Super. Also der Geruch, der uns jetzt hier entgegen schlägt, ist schon mal enorm. Wer ist der Aufschneider? Dominik, du. Also wir haben jetzt hier bei den Short Ribs keine Beilagen. Manche Dinge brauchen keine Beilagen. Genau. Im Regelfall sollte jetzt auch kaum was anzuschneiden sein, sondern der Knochen. einfach aus dem Fleisch zu ziehen sein. Naja, aber es ist nicht komplett übergart, sonst würdest du ihn ganz rauskriegen, sofort. Aber ich spüre schon, es ist sehr saftig, das sehe ich. Zack, zack. Und jetzt schneidet Dominik das quer auf. Garpunkt auch getroffen, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Definitiv warm genug. Dominik und brennt Butter, die Finger. Butterzart. Wo werden die Short Ribs rausgeschnitten, fragt einer. Schau bitte an deinem Körper herunter und links und rechts vom Brustbein befinden sich Knochen, die sogenannten Rippen. Und das sind die Short Ribs. Und beim Rind, beim Schwein, bei jedem Tier, bei jedem Säugetier, nee, da lehne ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster, aber zumindest beim Rind, beim Schwein und auch beim Menschen finden sich die Rippen eben hier. Und genau da werden auch die Short Ribs rausgeschnitten. Das ist, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr ein Kotelett habt, ein Kotelett mit Knochen, dann ist der Knochen oben abgesägt. Und das, was da abgesägt ist, sind die Short Ribs. Also das ist die Verlängerung vom Rippenknochen. Also hier, das wären die Short Ribs. Bei mir oder bei euch. Also ich hoffe, es ist bei euch genauso vom Garpunkt wie bei uns. Und auch so butterzart. Wo sind die Murray River Salt Flakes? Hier hinten. Machen wir einfach nur noch Salt Flakes drüber. Zack, zack, zack. Und dann dürft ihr schon eine Gabel nehmen oder die Finger zu Hause und dürft die Short Ribs als letzten Gang genießen. In diesem Sinne. Ja, ich nehme jetzt auch mal ein Stück. Rip, rip, hooray. Guten Appetit. Ja, und wenn es euch interessiert, wir haben in der Stegschaft hier natürlich auch einen speziellen Spare Ribs Kurs. Ne, da gibt es nur Spare Ribs, den ganzen Abend nur Spare Ribs.
Also meins war zart. Short Ribs vom Jungvieh. Ja. Also, jetzt kommt nochmal zum Abschluss so ein bisschen die fachliche Klugscheißer-Nummer. Ja, Short Ribs vom Jungrind. Warum Jungrind? Ganz einfach. Weil je jünger das Rind, desto weniger war eine zusammenhängende Frage. Ach, Moment. Nein. Short Ribs vom Jungvieh. Ob die vom Jungvieh sind? Nein. Die sind doch. Naja, aber einen Black Angus kannst du ja nicht mit einem. Doch, muss jung sein, wollte ich jetzt gerade erklären. Weil wenn das Tier älter ist, ändert sich das Kollagen, also das Bindegewebe. Und du hast bei den Short Ribs gerade auf der Knochenseite, um den Knochen herum und auch im Fleisch einen sehr, sehr hohen Anteil von Bindegewebe. Und wenn du jetzt ein altes Tier hast, zum Beispiel eine alte Kuh, kam mir vorhin auch mal eine Frage, Grand Mou, eine alte Kuh, die 8, 10 oder 12 Klar. Jahre alt ist, dann wirst du sehr, sehr schwer haben, die Short Ribs zart zu bekommen, weil du das Bindegewebe, das Kollagen einfach nicht weich bekommst. Deshalb dennoch ist es nicht zu, also ein Jungvieh Black Angus ist was anderes als ein Jungvieh Bulle deutscher Herkunft. Nee, ist es nicht. Ist auch 24 Monate alt, also vom Alter hat das gar nichts zu tun. Ich meine jetzt bedingt durch die Fütterung, Fettverteilung, das meine ich mit Unterschied. Ja, aber vom Alter her sind die... Vom Alter her schon, aber von der Konsistenz oder dem Aufbau des Fleisches, das meinte ich. Also ganz toll, was ihr uns heute für Fragen stellt. Es geht ja noch weiter. Ja, aber dennoch kommt jetzt schon hier auch so langsam das Outro. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Danke für das Highlight als Kommentar. Freut uns, wenn es euch geschmeckt hat, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr vor allen Dingen einen schönen, interessanten, kurzweiligen, lebendigen, humorvollen, fachlich interessanten Abend mit uns gemeinsam genossen habt. Es war auch für uns ein Versuchsballon. Auch wir wussten nicht, wie fühlt sich so ein Beef-Tasting an, wenn man sein Gegenüber nicht sieht. Ganz großes Lob an euch, an jeden Einzelnen von euch, wie ihr euch mit Fragen im Chat etc. pp. Beteiligt habt. Das hat es auch für uns sehr, sehr einfach gemacht, geschmeidig und elegant durch den Abend zu kommen. Uns hat es eine Riesenfreude gemacht, mit euch zu kochen. Ich muss hier mein Weinglas holen. Den ganzen Abend trinke ich Wein. Und zum Abschluss nehme ich das Glas natürlich auch in die Hand, um auf euch anzustoßen. Uns hat es riesen Spaß gemacht. Denkt dran, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Glocke drücken, Seite liken, Bilder posten von den Short Ribs, von allen Gerichten, Tellerbilder, wie es bei euch zu Hause aussieht, die versaute Küche, versaute Bilder aus der Küche. Ihr könnt uns alles schicken. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es auch in die Kommentare, dann können wir das besser machen. Wenn ihr Vorschläge für Boxen habt, bitte in die Kommentare schreiben. Ansonsten denkt dran an den Hashtag Ludwig on Fire, dann finden wir eure Bilder auch im weltweiten Netz sehr einfach wieder. Denkt dran, Rezepte gibt es auf der Seite ludwigonfire.de. Könnt ihr euch in den Verteiler eintragen. Kommen dann nächste Woche per E-Mail an euch eingeschwebt, die korrigierten Rezepte auch. Was haben wir noch? Denkt dran hier an unseren Rabattgutschein. 10% Rabatt mit dem Code LIVE bis Montagabend gültig. Ansonsten herzliches Dankeschön an euch. Herzliches Dankeschön ans Team, ans Kamerateam, an alle Helfer, die im Hintergrund daran gewirkt haben, dass der Abend für uns so schön war. Geschmeidig ablief. Genau. Und ansonsten freuen wir uns, euch bald
möglichst bald persönlich wiederzusehen. Es waren ja doch einige bekannte Gesichter heute Abend dabei, die man schon länger kennt und die wir dann hoffentlich in Zukunft auch wieder im wirklichen Leben face-to-face bei irgendeiner Gelegenheit wieder sehen. Oder für die, die jetzt hier zu uns reingestolpert sind, auf allen Kanälen. Wir würden uns freuen, Sie auch mal hier persönlich im Luftkurort Schlüchtern in der Stegschaft Fleischerlebniszentrale begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, wenn es hoffentlich bald hier auch wieder live losgeht mit allen Kursen, Beef-Tastings, Sous-Vide-Kurse, Spare-Rib-Kurse, was auch immer. Wer noch eine Lehrstelle sucht oder einen Praktikumsplatz, auch herzlich willkommen. Ein Kamerakind suchen wir noch für den nächsten Livestream. Habe ich noch was vergessen? Und ja, auch Fisch kann man grillen. Genau. Also, ja, aber ich glaube, Fisch und vegetarische Kurse. Nein. Also wer jetzt geneigt dazu war, das in die Kommentare zu schreiben und zu fragen, ob es einen veganen oder vegetarischen Kurs gibt. Nein. Oder einen Fischkurs, spart euch das. Legt euch lieber ins Bett oder in dem Sinne, trinkt noch ein Gläschen Rotwein. Und macht noch die Küche schön sauber. Hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.